Das, was aktuell in Osteuropa passiert, ist natürlich sehr speziell. Allerdings, es hat die Möglichkeit oder das Potenzial, jeder für sich kann sich in dieser Situation jetzt spiegeln, reflektieren und gleichzeitig weiterentwickeln. Und darum ist die Frage, wie gehen wir aktuell mit dieser Situation um und wie gehen wir aktuell mit Situationen um, die uns im eigenen Umfeld begegnen, wenn es Auseinandersetzungen gibt, wenn es Konfrontationen gibt. So etwas passiert ja immer wieder mal. Wenn wir die europäische Politik oder die Medienlandschaft beobachten, dann machen sie es so wie immer. Das ist ein uraltes Verhalten. Wenn etwas passiert, reagieren sie mit Kampf, Druck, Beschuldigung, Verurteilen, Ausschließen, Trennung und so weiter und so weiter. Bringt das den Menschen weiter? Ich glaube nicht. Aber wir, du und ich, wir können es ja anders machen. Und wir erleben immer wieder mal einen Konflikt im engeren Umkreis. Und dann können wir dieses Verhalten gleich mal testen. Ein Unternehmer hat mir mal erzählt, wenn er einen Konflikt im Unternehmen hat, dass zwei Mitarbeiter vielleicht miteinander einen Konflikt haben, dann hört er sich beide Meinungen an. Er lässt jeden ausreden. Er ist offen, bleibt ganz neutral. Er stellt sich auf keine Seite. Er lässt einfach jeden sein. Er will einfach die Perspektive von jedem wissen. Und dann sagt er, dann ist das Ganze schon halb so dramatisch. Er reduziert das Ganze dann noch auf die Hälfte und dann, ja, dann ist gar nicht mehr so viel übrig vom aufgebauschten Thema. Denn oft ist es ein sehr emotionales Thema, eine Auseinandersetzung, ein Konflikt. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Können wir auch ganz neutral sein, uns nicht auf eine Seite zu stellen, uns nicht auszuschließen von der anderen Seite, einfach ganz neutral da sein und sagen, okay, das ist deine Meinung und das ist eine andere Meinung, beide Meinungen dürfen sein. Ich bleibe einfach ganz neutral. Ich stelle mich nicht auf eine Seite, ich schließe mich nicht aus, ich schließe mich auch nicht ein auf eine andere Seite. Ich bleibe einfach ganz offen. Ich bleibe leicht und ich bleibe klar. Und du siehst, mit solchen Verhalten treffen wir die Wahl, ob wir uns selber schwer machen, wenn wir andere beschuldigen, wenn wir sie verurteilen, wenn wir Druck machen, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, dann beschweren wir uns. Und unser Leben ist dann automatisch schwerer. Wenn wir neutral sind, wenn wir offen sind, wenn wir frei bleiben, dann ist unser Leben, unser aktuelles Leben, jetzt in diesem Moment leichter, freier, klarer. Und alles, was wir tun, ist genau so. Das heißt, wir treffen unmittelbar die Wahl, wie wir mit Situationen umgehen. Und die aktuelle Situation könnten wir dafür nutzen, uns selber zu reflektieren. Und wenn wir das tun, dann können wir uns entscheiden. Bleibe ich neutral oder stelle ich mich auf eine Seite? Schließe ich mich ein in eine Meinung, wo ich dann nicht mehr frei bin? Ich bin lieber neutral. Es gibt immer verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen. Ich bleibe lieber offen. Verurteile nicht, mach keinen Druck, schließe niemanden aus und bestrafe nicht. Denn dieses Spiel ist mir zu alt, ist mir zu langweilig. Der Mensch hat das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und das können wir in jeder Situation tun. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bitte!